Mahlzeit, heute mal wieder mit einem Sensor, allerdings ein bisschen anders als sonst. Packung sieht so aus und ich glaube, da können wir nicht so viel erkennen. Gucken wir besser mal ins Innere, das ist nämlich das Ding hier. So, wirklich erkennbar, was das ist, ist es jetzt eventuell nicht für jeden, aber das Ding hier ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Das hier ist nämlich ein Wassersensor, das heißt also, das Ding hier macht ein Signal, wenn hier unten Wasser da ist. Wieso das Ganze? Naja, möglicherweise gab es hier so ein bisschen Probleme mit leckenden Rohren. Ist zwar jetzt behoben, aber da ich nicht 100% die Ursache kenne, traue ich dem Braten nicht. Das heißt also, machen wir besser einen Sensor hin, dass wenn was passiert, ich auf jeden Fall das schnell mitbekomme. War zum Glück bisher immer der Fall, dass das schnell aufgefallen ist und kein wirklich nennenswerter Schaden da aufgetreten ist. Von daher im Moment noch alles so halbwegs erträglich, aber muss es ja nicht riskieren. Die Sache ist, das Ding hier, das hatte ich ausgewählt aufgrund von zwei Gründen. Nummer eins gerade im Angebot und Nummer zwei, es ist direkt lieferbar gewesen. Und das heißt, ich musste aber einen Abstrich machen. Das Ding hier ist nämlich nicht wie die letzten Sensoren, die ich so ziemlich alle gezeigt habe, Zigbee, sondern das Ding hier, es wird als Smart verkauft. Ich gehe davon aus, dass es dann Wi-Fi ist. Gucken wir mal, was wir so rauskriegen. Das Erste, was ich euch schon mal sagen kann, das Gehäuse ist ein bisschen verkratzt. Also mich würde es nicht wundern, wenn das hier auch noch B-Ware ist. Mir ist es egal. Solange der Sensor senzt, ist es okay. Und praktischerweise müssen wir eh die Rückwand aufmachen, denn ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen wir da irgendwie Batterien reintun und das ist tatsächlich überschaubar und noch einfacher zu zerlegen. Es kommen zwei AA-Zellen rein. Wir haben einfach hier diesen Sensor, was im Prinzip wahrscheinlich nur zwei Pins sind, die komplett durchverbunden sind, 1:1, hier mit dem Kabel rein. Es gibt keine Zugentlastung und nie, ich ziehe die Aussage zurück, man hat einen Tropfen Kleber als Zugentlastung drauf gemacht. Also es gibt tatsächlich zumindest mal, nennen wir es mal einen Versuch. Und ja, hier sehen wir schon ein Modul, TYW3E3S. Das ist glaube ich sogar ein Tuya-Modul. Das ist überraschend, weil das hier ein No-Name-Produkt ist. Okay, gucken wir mal, ob wir hier irgendetwas haben, wo wir eine Kreuzschraube rausbekommen. Dann gucken wir uns natürlich auch mal die Platine an. Viel erwarte ich eigentlich jetzt dann nicht mehr. Im Prinzip eigentlich vielleicht noch ein Verstärker, irgendein Op-Amp für das Signal. Aber ansonsten, es sei denn, wenn der ein ADC drin hat, sollte das eigentlich sogar schon reichen. Mal gucken. Vielleicht noch irgendwie, dass es wirklich ein Comparator ist mit einem Poti, wo man was einstellen kann, dass er wirklich nur 1 und 0 ausgibt. Aber viel mehr dann auch nicht. Mal gucken, ob wir es rausbekommen hier. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil hier diese Batterieterminals, die sind, wie wir hier gucken, in Plastikschienen drin. Die hängen da immer so ein bisschen fest. Ein bisschen raushebeln, dann geht das. Und da sind wir doch. Und was haben wir? Oh, doch mehr als gedacht. Es ist sogar noch ein eigener Mikrocontroller, wie es aussieht da. Und sogar noch ein relativ teurer. Das sieht mir nach einem STM32 aus. Oh, und was zum das Ding hier ist gar nicht für Wasser gedacht, kann das sein? Nur so eine Vermutung, weil das Symbol hier hätte ich jetzt interpretiert, als hier gehört ein Reed Switch hin, also so ein Magnetkontakt für Türsensoren. Und Türsensor habe ich auch noch unterwegs, aber interessant auf jeden Fall. Ansonsten, wir haben den üblichen Taster, die LED. Hier, wie gesagt, ich glaube, es ist ein STM32. Schwer zu sehen, nein. Es ist ein STM8. Ein Low-Power-IC. Hoho. Ansonsten, hier ist ein Transistor einfach nur. Dafür haben wir hier einen kompletten Boost-Konverter. Warum? Also ich schätze, dass es ein Boost ist. Bug oder Boost.
Weil wir haben ja eigentlich 3 Volt und ich hätte jetzt vermutet, 3 Volt ist so eine Spannung, mit dem die Module auch umgehen können. Aber, oh, hier hat man auch gespart. Wenn wir mal drauf gucken, hier sind tatsächlich nur 1, 2, 3, 4 Pins auf der Seite hier verlötet, 4 andere nicht. Genauso auf der anderen Seite, hier ist nur der Pin und der Pin verlötet, alle anderen sind nicht verlötet. Lötzinn ist anscheinend auch inzwischen teuer. Was können wir sonst noch sagen? Wir haben hier offensichtlich einen Programmierport, V, wahrscheinlich VCC, interessanterweise S, G und N. Okay. Ja, doch. G ist tatsächlich Ground und dann ist S und N wahrscheinlich irgendwie die Programmieranschlüsse. Wieso man aber Ground nicht nach außen macht. Okay. Zur Kenntnis genommen. Ja, was haben wir denn hier? Die gehen beide hier irgendwie hin. Okay, der Plus geht direkt nach unten. Das hier geht über eine Diode. Anscheinend auf eine Basis. Okay. Das ist weniger als vermutet. Ich hätte gedacht, dass wirklich irgendwie ein Level da überwacht wird, aber anscheinend ist es wirklich so, dass das hier einfach nur die Basis von einem Transistor ist. Ich könnte mir vorstellen, das ist dann ein bisschen anfällig eventuell für Funkstörungen, gerade bei so einem langen Kabel. Aber gut. Hoffen wir einfach, dass sie hier sich mit den Widerständen da ein bisschen Gedanken gemacht haben, dass das nicht zu schnell auftritt. Joa. Ansonsten haben wir hier etwas, was wir sehen können. ACMJ, wenn ich richtig sehe. Den Testpunkt sogar daneben. Ach ja, und die komplette Modellbezeichnung hier. DP-WW001 Version 1.1 PB von LH Chen. Und wie gesagt, mir wurde gesagt, anhand der Artikelbeschreibung, das wäre Wi-Fi. Bin jetzt da nur so mäßig begeistert von, weil Nummer 1, Wi-Fi beschränkte Sendeleistung, man braucht eine Basisstation. Könnte problematisch werden. In der Ecke habe ich nichts mit WLAN-Routern. Ich hoffe einfach, dass es noch gerade so von einem anderen dahin reicht. Ansonsten muss ich da tatsächlich noch anfangen, mir was hinzubauen. Und das zweite ist, WLAN braucht potenziell deutlich mehr Strom als halt andere Protokolle wie ZigBee, wie selbstgebaute. Von daher eher so meh. Wir müssen halt bedenken, bei WLAN läuft es ja so, dass wir erst eine Verbindung mit dem Access Point herstellen. Vom Access Point selber wird dann erstmal eine Verschlüsselung ausgehandelt. Die müssen wir dann wieder bestätigen. Dann wird entsprechend per DHCP üblicherweise eine IP abgerufen. Die wird hier eingetragen. Dann muss der hier eine TCP-Sitzung meistens zu einem Controller oder Cloud Gateway sogar aufbauen. Die Daten rüberschicken, in dem Fall eine 1 oder eine 0, was er da oder was er nicht da. Und dann wieder alles abbauen. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, anhand der Beschreibung, das dauert halt ein bisschen länger, als wenn ich einfach nur Funk aufmache, sage, Hi ID XYZ 1 und wieder zu. Na gut, ich suche mir mal gleich ein paar Batterien. Und dann gucken wir einfach mal. Die werden hier sogar von hinten tatsächlich nochmal ein bisschen reingedrückt, dass die nicht direkt rausfallen. Und dann schauen wir mal, ob wir hiermit so weit kommen, dass man das irgendwie nutzen kann. Was mich jetzt ein bisschen wundert, okay, doch, das ist eine spitze Schraube, dann ist man wahrscheinlich davon ausgegangen, dass man die hier durchmacht und dass sie dann, keine Ahnung, einer Fußleiste oder sowas dann festschraubt, vorzugsweise so, dass die kurz über dem Boden sind oder sowas. Eine Anleitung ist, glaube ich, ganz übersehen. Es ist tatsächlich eine dabei. Und hier steht auch Wi-Fi, Quick Installation Guide, Dann schauen wir mal. BGN. Überraschung, 2,4 GHz only, 2x AAA, haben wir schon gesehen. Smart Home, Smart Life App, das ist, Smart Life ist, glaube ich, Tuya. Add Water Sensor, Add Manually, Flood Detector Wi-Fi. Hier steht aber nicht, wo ich das Ding montieren soll. Ich hätte jetzt mir hier so ein bisschen erhofft, dass hier steht irgendwie x Millimeter über dem Boden oder sowas. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man das hier auf dem Boden wirklich drauf macht, je nachdem, was das für ein Boden ist, oder wenn da Dreck irgendwie in die Ecke kommt, hat man sehr schnell eine Fehlauslösung. Na gut. Also machen wir im Zweifelsfall irgendwie mit so 3D-Druck-like, so ein Papierabstand, so nach dem Motto. Gut, ich suche mir mal ein altes Handy, wo ich dieses Smart Life-Gedönse draufladen kann, ein paar Batterien. Dann schauen wir mal, ob das hilft.
Okay, keine Geräte, dann versuchen wir das mal zu beheben. Plus Gerät hinzufügen, manuell hinzufügen, elektrisch, Sicherheitssensor, Sensor. Ja, super. Welcher ist denn der richtige davon? Oh, hier, Hochwassermelder. Ja. Hochwassermelder it is. Und zwar nur Wi-Fi. So, jetzt möchte er gerne ein 2,4 GHz WLAN haben. Ja, er beschwert sich jetzt, weil mein Handy im 5 GHz Band ist. Ja, das WLAN macht halt beides. Machen wir mal einfach fortführen. Jetzt sollen wir 5 Sekunden die Taste gedrückt halten. Legen wir erstmal die Batterien ein. Was gar nicht so einfach ist, weil dummerweise halt der Halter kein richtiger Halter ist, sondern einfach nur so Rippen unten. Okay, ich habe was blau blinken sehen. Jetzt soll man den Schalter gedrückt halten. Ist das hier vorne der? Ich schätze mal. 1, 2, 4, 5. Irgendwas blinkt, ne? Hier steht jetzt, dass sie schnell blinken soll. Im Dokument steht, dass sie langsam blinken soll. Okay, bestätigen. Blinkt langsam, blinkt schnell, blinkt langsam. Verbinden Sie das Wi-Fi Ihres Telefons mit dem Hotspot. Okay, jetzt verbinden. Und hier haben wir tatsächlich ein Smart Life-Gerät. Dann verbinden wir uns mal damit. Tja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er jetzt versucht zu verbinden oder nicht, weil er also halt nichts sagt. Oder ob mein Handy ihn einfach die ganze Zeit wieder disconnectet, weil er merkt, da gibt es halt kein Internet. Ich gucke mal an meinem Router, ob ich da was sehe. Ja, okay, also ich sehe auf jeden Fall, dass er irgendwie ein Gerät so bei meinem WLAN mal erkannt hat gerade. Das könnte hinkommen. Okay, er blinkt jetzt schneller als eben. Jetzt blinkt es gar nicht mehr. Oh, Water Sensor. Hinzufügen, Erfolg. Okay. Ja, Name vergeben brauchen wir nicht. Ist eh der einzige. Benachrichtigungstest. Prüfung. Ja, ich habe wahrscheinlich daneben geklickt. Passt schon. Wir haben jetzt also hier unseren Water Sensor. Was willst du? Batterieverbrauch. Geh mir nicht auf den Senkel. Da ist er. Sehen tue ich jetzt nichts, aber theoretisch müsste er da sein. Mal gucken, ob er meinen Finger als Wasser erkennt. Zack. Not so really. Dann besorge ich mir wohl mal was Wasser. So, habe jetzt hier ein Glas. Da machen wir das jetzt rein und erkennt Leck, Water Leakage Alarm, Water Sensor, Water Leakage. Joa. Ich denke, wir können sicher sagen, dass das Ding erkannt hat. Können wir jetzt hier auch, ja, erkennt ein Leck. Okay, passt. Also, technisch funktioniert's mit der App. Ihr seht, wo das hingeht. Ich benutze mit Sicherheit nicht die App. Also gucken wir mal, ob wir das Ding irgendwie in Home Assistant reinkriegen. Ich habe natürlich vorher schon mal so gespinst, dass es da wohl Möglichkeiten gibt, die Firmware zu ändern. Und das klingt natürlich immer nach einer guten Idee. Open Source Firmware hat man nicht das Problem, dass wenn der Hersteller oder die Cloud, die hier dahinter ist, irgendwie mal zwischendrin Schluck auf hat, plötzlich nichts mehr geht oder wie jetzt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es da wohl vor ein paar Wochen oder so einen Hersteller von Smartlampen, der von einem Tag auf den anderen gesagt hat, nö, wir schalten unsere Dienste ab. Und das hat dazu geführt, dass man sämtliche Lampen jetzt im Prinzip nicht mehr wirklich nutzen kann. Kann man mit ein paar Hacks versuchen, sie weiter zu nutzen, aber offiziell funktioniert halt nichts mehr. Jo, da ist das Smart-Gerät ganz schnell dumm. Deswegen achte ich halt immer darauf, dass es, wenn möglich, irgendwie ein freier Standard ist, eine Open-Source-Firmware gibt oder ähnliches, sodass ich halt da sicher gehen kann, dass solange das Gerät technisch noch in Ordnung ist, ich das noch weiter benutzen kann und nicht darauf angewiesen bin, dass da irgendwie ein Hersteller eine Software bereitstellt und im Prinzip künstlich das Gerät kaputt machen kann. Also gucken wir mal, ob wir da eine alternative Firmware drauf bekommen. Problem ist, naja, wenn wir uns das aus der Doku angucken und das Board hier, dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass das nicht 100% identisch ist. Und ja, das heißt, wir müssen ein bisschen da rumhantieren. Das Modul ist zwar dasselbe, was hier drauf ist, dieses Zigbee-Modul hier, oder WLAN ist es ja.
Das heißt also, da wird das Pinout passen, aber wir müssen ja den Controller, der hier drauf ist, auch noch irgendwie resetten. Das heißt also, ich suche mal ein Datenblatt und dann gucken wir mal, ob einer der Pins, die wir hier sehen, mit Reset verbunden ist. Prinzipiell haben wir hier ja V, S, G und N. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist hier irgendwo drauf. Und ja, so schauen wir dann jetzt mal. Das hier ist ein, was war's? STM8L051. Das heißt, ich suche mir mal das Datenblatt dazu. Dann gucken wir mal, wo Reset steckt. Und das Datenblatt meint, Pin Nummer 4 wäre not reset. Jetzt gucken wir mal, Pin 1, 2, 3, 4, okay. Den sehe ich schon mal. Der scheint da irgendwie an R1 zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Geht der denn sonst noch wohin? Ich hole einfach mal den dritten Pin mit. Dann gucken wir hier mal. Das klingt fast gut. Okay, also der oberste Pin, der mit N beschriftet ist, ist Reset. Das klingt doch gut. Damit können wir, denke ich, arbeiten. Okay. Dann haben wir unseren Reset-Pin gefunden. Fein. Das heißt, ich muss jetzt nur an den Reset-Pin dran, plus die paar Pins, die wir hier am Modul haben und wo wir wissen, dass die da benötigt werden. Und dann können wir das im Prinzip umbauen. Ja, ich glaube, ich brauche ein paar Drähte, einen Lötkolben und einen Seriellkonverter. Der wäre auch nicht schlecht. Ne? Okay, und ich habe gerade noch mal ein bisschen rund geguckt. Die beiden Pins hier, die RX und TX sind, die gehen hier hinten auf der Rückseite auf zwei Widerstände und von da aus erst weiter. Das heißt, wenn ich es nicht hinkriege, den Controller in Reset zu halten, kann ich auch einfach die rauslöten oder halt das komplette Modul einfach auslöten. Also das klingt nach einem Plan. Aber erstmal hier RX und TX ein paar Käbelchen dran, dass wir da überhaupt eine Verbindung herstellen können. Alternativ ginge das Ganze natürlich auch statt mit Festlöten mit Flying Probes oder irgendwas, das heißt irgendwas, was man draufhält. Da gibt es so komplette Konstrukte, die dann die Dinger festhalten, einfach solche Nadeln, sage ich mal, die federgelagert sind und dann da eine Verbindung herstellen. Aber Festlöten ist halt günstiger. Und meistens auch ein Stückchen einfacher, hat man weniger Kontaktprobleme, deswegen der Weg. So, die beiden haben wir schon mal. Die anderen, da suche ich mal Stecker, das müsste gehen. Und die Stromversorgung, die machen wir unten einfach mit ein paar Klemmen direkt vom Netzteil. Oder einfach mit Batterie geht natürlich auch. Und dann sollten wir im Prinzip fertig sein zum Flashen. Brauchen natürlich noch einen Serielladapter. Nehmen wir den hier. Was war das? Der grüne ist RX, das heißt hier auf TX. Muss ja immer gekreuzt werden. Da wo hier der sendet, muss der hier empfangen. Da wo der sendet, muss hier der empfangen. Und das müsste es im Prinzip schon gewesen sein. Der Rest ist dann Steckerei. Okay. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert. Ich habe alles angeschlossen. Mit etwas Glück kommt kein Rauch raus. Und einstecken. Okay. Chip-ID. Das sieht gut aus. ESP8266EX. Er hat ihn also gefunden. Es ist also tatsächlich hier in diesem Ding ein ESP8266 einfach drin. Naja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns einfach mal das Motor. Und bei hier dem Web-Installer müsste es eigentlich was für Batterie geben. Ne? Ah, hier. Unofficial Tasmota Battery. Das klingt richtig. Nehmen wir den. Install auf den USB-Serial-Converter. Und tut da was? Install Tasmota Battery. Erase Device. Yep. Install. Okay, die Lampen blinken. Das sieht schon mal halbwegs richtig aus. Und ich suche mir gerade schon mal den Sensor. Verdammt, wo ist er? Da hinten. Und löse den mal absichtlich aus. Dann geht er nämlich, soweit ich das gehört habe, nicht in Standby-Modus. Was dann gleich beim Konfigurieren doch schon wichtig wäre. Bin mir relativ sicher, dass man das auch irgendwo vom Board kurz schließen kann. Eventuell mit dem einen Pin, den wir hier nicht angeklemmt haben. Aber
Gerade hier mit dem feuchten Finger draufhalten, das sollte auch funktionieren. So, Installation complete. Next. Und jetzt machen wir mal den hier raus, den GPIO 0 abklemmen und vom Hauptboard den Reset rausholen. So, mit etwas Glück müsste er jetzt da etwas machen. Okay, also Tasmotor wird geöffnet. Kein Internet, jetzt kommt die übliche Anmeldenseite. Und hier können wir das Ding tatsächlich konfigurieren. Okay, connected. Das sieht gut aus. Jetzt müssten wir dann auch im Netz sein und ein reguläres Tasmotor hier drauf haben. Und ja, Generic, Tasmotor, klingt gut. Jetzt ist hier natürlich noch nichts dran. Da müssen wir jetzt gucken, wo der angeschlossen ist. Ich meine, im Template hatte ich da was gesehen. Hier wird GPIO 0 irgendwie wohl benutzt. Dann versuchen wir das mal. Ich importiere einfach mal das von dem hier, einfach weil der relativ identisch aussieht. In der Hoffnung, dass das dann schon funktioniert. Also Configure Other, Template, Paste, Activate und Go. Save. Will now restart. Ja, das sieht gut aus. Off. Jetzt gehen wir mal mit dem feuchten Finger dran und immer noch off. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Tja, und das sieht schlecht aus. Ich kriege per MQTT nicht die Werte, die ich eigentlich sehen möchte, nämlich irgendein Open und Closed. Also wenn wir hier mal reingucken, dann haben wir hier im Prinzip ein Power Off und ein Status Open, aber wir haben nie einen Status Closed oder irgendwas. Also das sieht alles nicht so berauschend aus. Wenn ich einen Kontakt auslöse, also wenn Wasser da ist, dann kriege ich diese beiden Datagramme hier. Und die sind irgendein Tuya-Protokoll, das muss ich mal jetzt mal zerlegen. Ich habe mir die hier schon mal rüber kopiert und mir die Doku hier organisiert. Und wenn wir jetzt hier gucken, 55AA00, das ist auf jeden Fall schon mal der Header, der sagt, dass das ein Tuya-Paket ist. Dann 05, 0005 und 008, das ist die Länge, okay. Dann haben wir DPID 66 und 65, wie es aussieht. Data Type 01 und 02. Das sind dann die hier, ne? 01 ist ein Boolean Value und eine Value Data. Okay. Ach, das wird wahrscheinlich einmal Batterie und einmal an-aus sein. Kann das sein? Data Type 01. Function Length 001. Function Command 00 und Verification Method 70. Und der andere, was haben wir da? 66 02 0004 1 2 3 4 und DC. Okay. Das heißt, wir haben hier eine 64 drin. Aber das ist Hex. 64 in Hex ist Dezimal 100. Das dürfte dann 100% Batterie heißen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich die Rules ändern. Okay, und was ich gemacht habe, ist das Ganze über Regeln gelöst. Das ist bei dem Sensor, wo ich dachte, dass es derselbe wäre, ähnlich gemacht. Ich lasse mal unten, aber sie sind alle nicht schön. Was es gibt, sind zwei Regeln. Die erste Regel, die reagiert auf eine Tuya-Nachricht. Und zwar auf diese kürzere, die wir gesehen haben, mit den 00-Daten. Also, wir wissen, da ist Wasser gekommen. In diesem Fall machen wir ein Publish, und zwar auf unser MQTT mit Status Closed. Und ich habe ja schon gesagt, Status Open oder mit einer 01 habe ich es so nicht gesehen. Um das zu machen, macht er hier ein Delay von 5 Sekunden und macht dann hier trotzdem Status Open. Das heißt also, auch wenn Wasser da ist, geht er immer nur so für 5 Sekunden auf, ist Wasser und dann wieder weg. Das ist je nach Anwendung unschön. Da ich allerdings die MQTT-Nachricht lediglich benutze, um irgendwas zu triggern, also um eine andere Aktion auszulösen, ist das für mich der schönere Weg. Die zweite Regel, die geht hin, und wenn sie den langen Wert hier findet, dann macht die einfach ein Publish auf Batterie mit 100 für 100%. Auch nicht schön. Eigentlich müsste man hier hinten diesen Hexwert, den wir hier haben, ich glaube, die hier müssten es irgendwie sein, der müsste eigentlich genommen werden und als Variable rausgegeben werden. Aber ich weiß gar nicht, ob das aktuell geht mit Tasmotor.
Und am Ende haben wir hier Rule 1 und Rule 2 jeweils mit einer 1, dass sie auch aktiv werden. Und ja, das ist dann eine MQTT-Nachricht, die man an einen eigenen Server schicken kann oder einen Cloud-Dienst, wie man es möchte. Ich schicke es hier an einen eigenen Server, wo dann ein Home Assistant dran hängt und habe dann hier zum Beispiel so eine Regel drin, die, wenn der Zustand Wasseralarm K04 auf On wechselt, dann macht er eine Aktion und kann dann zum Beispiel entweder eine Alarmlampe anmachen oder auch Benachrichtigungen zum Beispiel aufs Handy schicken. So, das Ding hängt jetzt hier. Ich hoffe einfach, dass es auch sauber funktioniert. So wirklich überzeugen kann es mich nur mäßig, einfach weil der ESP halt eine Menge Strom verbraucht und die Batterien sehr schnell wahrscheinlich leer sein werden. Andererseits, er sendet ja anscheinend nur wirklich, wenn da Wasser kommt, und ich hoffe einfach, dass Wasser ist da jetzt kein so häufiges Event wird. Mal schauen, vielleicht rüste ich mir das später noch um, entweder indem ich da das Ganze einfach auf Zigbee umbaue oder indem ich hingehe und mein RTC-Board da mit reinbaue. Einfach, dass er zumindest dann irgendwie alle paar Stunden oder einmal am Tag oder so wenigstens angeht und sich mal kurz bei mir meldet, hallo, ich lebe noch. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Einfach um sicher zu gehen, dass nicht irgendwie zwischendrin die Batterien leer gegangen sind oder sonst irgendein Defekt aufgetreten ist und das Ding gar nicht mehr überwacht. Das wäre halt schlecht. Aber erstmal, naja, das Ding ist hier. Ich kriege meine Benachrichtigungen und ich glaube, damit tut das Ding, was es soll.